Salut Pilot, willkommen zurück und willkommen zur vierten Folge unserer PvE-Reihe Sturmangriff Scorpius. Heute spielen wir Level 10, 11 und 12. Wir gehen rein in die Materie. Ja, meine Freunde, wir befinden uns in der finalen Episode unserer Sturmangriff Scorpius-Reihe. Heute schauen wir uns die letzten drei Level an und am Ende gibt's noch ein kleines Fazit. Schaut euch auch die vorherigen Folgen zu dem Modus an, insbesondere Folge 1 und 2, in denen ich den Modus ausführlich erklärt habe, um nichts zu verpassen. Wir widmen uns jetzt Level 10. Wir können uns hier einmal mehr eine Waffe aussuchen. Die Wahl zwischen der Longarm 12 auf Rang 2 und der M-Level 12 auf Rang 5 sollte nicht allzu schwer fallen. Wir nehmen natürlich die M-Level 12. Unsere Belohnung für Level 10 besteht aus einer Amateurkiste und 30.000 Credits. Let's go! So, dann schauen wir mal. Level 10. Wir haben insgesamt 4 Wellen. Wir spielen, wie bereits gesagt, Scorpius hier mit einer M-Level 12. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen ja auf jeden Fall härter werden wird. Allein schon eben wegen der EM-Rival. Wir haben hier eine Nachladezeit von einigen Sekunden. Wir haben nur einen Schuss. Das heißt, wir können die hier auf keinen Fall in großer Masse mit einem Schuss wegschießen. Das müssen wir alles hier im Einzelnen regeln. Meine Güte, treffen sollte man natürlich auch. Ja, die Javelin von Scorpius regelt. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie das Ganze hier laufen wird. Also wir haben schon mitbekommen, dass wir in den vorherigen Leveln stellenweise schon relativ viel Lebenspunkte eingebüßt haben. Und ich denke mal, speziell jetzt hier auch bei den letzten drei oder spätestens bei den letzten zwei Leveln, wird das Ganze nochmal ordentlich zulegen. Sag ich mal, mein Gott, ich treffe die nicht, wenn die springen. Nochmal ordentlich zulegen, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Bin echt gespannt. Okay, Welle 1 haben wir schon abgeschlossen. Kommen wir zur Welle 2 von 4. Wir haben dafür nicht mal ganz eine Minute gebraucht. Das ist übrigens auch was, was ich witzig finde. Zumindest etwas, das, wo man sagen kann, okay, selbst wenn man keine Belohnungen bekommt, kann man hier vielleicht Rekorde aufstellen. Zeitliche Rekorde für die einzelnen Level, wo man dann auch vielleicht macht ja Plarium auch irgendwas, irgendein Event, wo, keine Ahnung, der kürzeste irgendwas gewinnt oder so, man weiß es nicht. Meine Güte, hier diese Shadows, die gehen mir aber sowas von auf den Zeiger mit ihren Arc-Torrents. Und da kommt aus dem letzten Eck, kommen sie einfach mit ihren Thermal-Lands. Wirklich, wie lange habe ich das schon nicht mehr gesehen? Okay, offensichtlich hat ein Schuss aus der AM nicht gereicht, um den Shadow da hinten klein zu kriegen. Offensichtlich ist der Onkel Hypo auch zu blöd zum Treffen. Also ich fühle mich hier doch schon ein bisschen bedrängt, muss ich sagen. Hallo. Meine Güte. So, aber jetzt, komm her. Komm. Jawohl, weg ist er. So, jetzt kommt da hinten natürlich wieder die Cheetah mit ihren Covid-19 Viren, die sie da auf uns schießen. Und wir sind tatsächlich schon im gelben Bereich mit unseren Lebenspunkten. Es liegt halt einfach daran, zum einen eben Welle 2 abgeschlossen, zum einen eben an der Waffenwahl, ne? Weil wir haben eben die M-Rival. Und die M-Rival ist halt etwas, das auf die Entfernung funktioniert. Auf die Nähe tut man sich manchmal aber auch ein bisschen schwierig zu zielen. Also ich zumindest. Mit dem PC vielleicht weniger, aber wie man ja sehen kann, spiele ich hier gerade auf dem Handy. Beziehungsweise ich nehme ja alles auf dem Handy auf. Also ich habe zwar Mech-Arena auf dem PC auch, aber spiele ich nur, wenn zum Beispiel, wenn wir jetzt beim Community Cup mitmachen würden oder wenn, keine Ahnung, dieses PC-Event ansteht. Es gibt ja so Derbys, die nur für den PC sind, dann spiele ich ein paar Ründchen am PC natürlich. Ansonsten ausschließlich Handy, weil Mech-Arena für mich einfach ein Handyspiel ist. Aber gut, wir weichen vom Thema ab. Die Gegner sind jetzt hier in Welle 3 etwas weiter hinten, sind noch nicht bei mir vorne angelangt und da ist es natürlich auch wesentlich bequemer, die Gegner abzuschießen. Ja, schieße ich eben nicht daneben. Aber das wird sich wahrscheinlich gleich wieder ändern. Ich habe das Gefühl, dass wir bald schon wieder von Mechs umzingelt sein werden. So, weg mit dir. Ja, wenn wir die Welle fertig haben. Oh, wir haben da hinten einen Vanguard. Okay, diesmal ist der Aegis hier auch nicht der Kommandant, sondern einfach nur ein Vanguard, was auch immer das bedeuten soll. Mein Englisch ist wirklich grottig wahrscheinlich. Sowas ähnliches wie eine Wache oder ein Panzer oder keine Ahnung, die Englisch-Spezialisten unter euch könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das bedeutet. Ich könnte es natürlich auch in den Google-Übersetzer eingeben, aber nö. Wozu? Gut, wie sieht's aus? Was sagt die Karte? Oh, wir haben hier noch einen Scharfschützen, okay. Und dann hier eben nur diesen Tank, der offensichtlich nur sehr spärlich auf unsere EM-Rival reagiert, was den Damage angeht.
Interessant, interessant. Meine Javelin macht mehr Damage als die im Rival. Liegt vielleicht daran, dass der Mech gemaxt ist. So, jetzt schauen wir mal. Wenn der dann in seiner Kuppel steht, können wir nichts machen. Hier haben wir ihn aber rausgehauen mit unseren Javelins. Jetzt kommen wir zur Welle 4. Die finale Welle von Level 10. Gucken wir mal, was die für uns bereithält. Ob das jetzt hier noch eine krasse Steigerung gibt oder eben nicht. Ich verkrümel mich mal wieder hier nach hinten, damit ich hier einen gewissen Abstand zwischen mich und die Bots reinbekomme. Was ich jetzt am allerwenigsten gebrauchen könnte, wäre, wenn die mich jetzt... Komm, jawohl. Was ich gar nicht gebrauchen könnte, wäre, wenn die mich jetzt hier bedrängen, sage ich mal. Aber es scheint nicht so, die scheinen da hinten zu stehen und auch dort zu warten. Was haben wir? Wahrscheinlich, okay, wir haben wieder einen Panzer da hinten. Und das zweite werden wahrscheinlich Sniper sein, oder? Wo sind sie denn? Ich sehe hier nur zwei Vanguards. Ah, da ist der andere. Ja, genau, Scharfschütze, dachte ich mir bereits. Okay, da müssen wir jetzt bedacht vorgehen. Da kann ich jetzt auf keinen Fall nach vorne stürmen. Erst recht nicht, weil ich nur noch 67k Leben habe. So, zack. Okay, denn was? Was? Eine Javelin ausgereicht, um den Vanguard, um den Tank platt zu machen, oder wie? Das ging doch eben auch nicht. Egal, hinterfragen wir einfach mal nicht. So, dann hauen wir hier noch den Scharfschützen weg. Und tatsächlich, hier der zweite Tank ist mit der einen Javelin auch noch fast down gegangen. Also die sind auf jeden Fall schwächer gepanzert, als der eine Panzer jetzt hier in der letzten Welle. Warum auch immer. Wäre natürlich interessanter, wenn die beide auch so stark gepanzert geworden wären, dass man da zumindest ein bisschen Arbeit reinstecken muss, um die letzte Welle zu überstehen. So, da haben wir ihn und weggeschossen haben wir ihn und das wird es wahrscheinlich gewesen sein, richtig. Wir sind fertig mit Level 10, 5 Minuten 50 haben wir gebraucht, doch recht lange tatsächlich. Schauen wir mal, was das nächste Level so mit sich bringt. Level 10 war jetzt etwas anspruchsvoller als die früheren Level des PvE-Modus, allerdings nicht unmöglich zu schaffen. Viel gibt's dazu eigentlich auch gar nicht zu sagen, außer dass ich hoffe, dass die nächsten beiden Level nochmal eine Schippe drauflegen. In Level 11 wird uns offensichtlich wieder ein gemaxter Scorpius inklusive zweier gemaxter Minigun 16 gestellt. Das Ganze ist wie bei Level 1 und 2 auch wieder mit der Bemerkung Demo versehen und ich persönlich schätze, dass der Grund hierfür der ist, dass das Level ohne vollgemaxtes Equipment kaum zu überstehen ist. Anders kann ich es mir nicht erklären, ehrlich gesagt. Die Belohnung für Level 11 ist absolut enttäuschend. Wir haben 5 goldene Tickets und einen Boost, also genau die gleiche Belohnung wie in Level 1 und 2. Kommt schon, Leute, das ist das vorletzte Level, das kann nicht euer Ernst sein. Naja, wie dem auch sei. Level 11 wartet, los geht's. So, meine Freunde, Level 11, das vorletzte Level. Ich bin ja gespannt wie ein Regenschirm. Also aufgrund der Tatsache, dass wir hier tatsächlich wieder eine Demo-Version haben, also quasi wieder gemaxte Mech und gemaxte Waffen komplett gestellt bekommen, denke ich mal, dass das Level doch ein bisschen happiger sein wird. Anders kann ich es mir halt nicht erklären, dass hier so random im vorletzten Level nochmal das Ganze gestellt wird. Wir haben hier natürlich die Minigun 16, die haut natürlich einiges weg. Ne? Ihr seht, der Schild ist futsch und der Bot auch direkt und auch die Tanks sind hier relativ schnell weggehauen, aber wir haben hier natürlich wieder eine schiere Masse an Bots, also in dem Level wird wahrscheinlich wieder auf Masse gesetzt offensichtlich. Wir gehen mal nicht allzu weit nach vorne, wir haben nämlich hier schon wieder ein Fünftel unseres Lebens eingebüßt aktuell und dabei befinden wir uns erst in Welle Nummer 1. Das wäre natürlich maximal ungünstig, wenn wir jetzt hier zerstört werden würden, weil dann hätten wir die Runde nämlich schon verloren. So, Minen. Scheiße. Ja gut, das mit den Minen ist natürlich schon ein bisschen lästig. Da kommt er wieder und versucht uns krank zu machen. Ja, der Corona-Werfer. Ich finde, die Waffe ist so witzig. Also okay, Welle 1 haben wir schon abgeschlossen. Wir haben übrigens 5 Wellen, also wieder eine mehr als jetzt hier in Level 10. Eieiei, was haben wir denn? Ach du grüne 9, das ist ein Brickhaus. Jetzt aber schnell weg hier, jetzt aber schnell weg hier. Jetzt aber, mein Leben schmilzt, mein Leben schmilzt, mein Leben schmilzt. Oh Gott, Alter, ich sehe mein Leben an mir vorbeiziehen. Auf geht's. Skirmisher, okay. Ah, der hat jetzt mit der Minigun 16 lange gebraucht. Okay, Welle 2 haben wir abgeschlossen. Wir haben nur noch 46k
Oh, da sehe ich aber schwarz, Jungs. Da sehe ich aber schwarz, Jungs. Wenn das nochmal so läuft, dass ich so viel Leben in kurzer Zeit abgezogen bekomme, ich hätte mich nicht umdrehen dürfen. Ich hätte nicht mit dem Rücken zum Gegner weglaufen dürfen, weil man kriegt ja hinten mehr Damage als vorne. Das war doof. Ich hätte einfach vorne bleiben müssen und sie einfach mit Corner-Shooting abschließen müssen. Okay, damals wieder die Lancer, die hier so lustig durch die Gegend hoppeln. Die erwischt man natürlich selbst im Flug mit der Minigun. Klar, man muss ja bloß ein bisschen sprayen. So, ja, das sieht doch aber ganz gut aus. Auf jeden Fall. Nehmen wir mal wieder die Javelin. So. So, da werden wir wieder angehoppelt. Ne? Bambi und Klopfer. Klopfer ist tot, ich bin Bambi. So, okay, da haben wir... Ne, Schützen war nicht die Sniper. Okay, Welle 3 abgeschlossen. Ich gehe mal ein bisschen weiter hinter. Ich muss hier nämlich nachladen. Und das braucht bei der Minigun halt schon extrem lange. Also, es ist schon krass, wie lange 13 Sekunden sein können, wenn man darauf wartet. Also wirklich. So, wir haben hier wieder einiges. Oh, wir können hier wieder richtig schön abräumen, wie es aussieht. Sehr cool. Oh, die Javelins haben nicht getroffen. Jetzt werden wir hier wieder in die Zange genommen. Und da ist natürlich wieder ein C4. Critical Damage. Scheiße. Das wird nichts. Verlieren die Runde, oder? Oh, nein. Okay, wir haben Welle 4 geschafft. Finale Welle, Leute. Finale Welle. Kommt, das schaffen wir. Das schaffen wir. Was haben wir hier? Was ist denn das? Ich kann das an der Silhouette immer so schlecht erkennen. Auf jeden Fall hauen wir es erstmal alles weg. Ah, okay, das ist ein Aegis. Okay. Zack, okay. Oh nee. Wir haben verloren, Jungs. Wir haben verloren. Scheiße. Gleich nochmal. Okidoki, jetzt aber. Versuch Nummer 2, Level 11. Das kann mir doch keiner erzählen, dass ich das jetzt hier gerade verloren habe. Und das mit zwei gemaxten Minigun 16. Also das Level hat schon in sich. Also wenn man nicht aufpasst, ne? Und jetzt stellt euch mal vor, ja okay, in dem Level wäre es jetzt irrelevant, weil ihr das ja gestellt bekommt. Aber es gibt ja auch andere Level, die jetzt, ich sag mal, zumindest wenn man halt nicht hundertprozentig gemaxt ist oder so, die dann halt Schwierigkeiten machen, wo man dann halt wirklich, okay, sagt, man muss ja auch wirklich mit Taktik rangehen, ne? Also so wie ich das jetzt gespielt habe, insbesondere so die ersten Level, oder so, sagen wir mal so die Level so 6, 7, 8, 9, so kannst du das wahrscheinlich gar nicht spielen dann, wenn du halt den Bot zum Beispiel nur auf Rang 3 hast oder so, ne? Weil da bist du einfach zu schnell tot. Also es wird ja wohl doch etwas spannender werden als also für die Spieler, die nicht gemaxt sind, als eben für die Spieler, die das Ganze schon auf Max haben. Die werden hier vielleicht ein bisschen strugglen mit Level 11, so wie ich vorhin. Ich muss übrigens schon wieder nachladen. Da sind wir schon wieder bei 13 Sekunden Nachladedauer. Das schlägt natürlich auch ein bisschen auf die Zeit, ne? Wenn man jetzt vorhat, hier irgendeinen Rekord aufzustellen oder so, dann muss man das berücksichtigen. Es wäre wahrscheinlich um einiges intelligenter, wenn man tatsächlich einseitig schießt, ne? Wenn man seine, okay, Welle 1 abgeschlossen, wenn man seine Gegner eben mit nur einer Seite beschießt, weil es reicht ja meistens, ne? Die Bots sind ja immer noch relativ lowlife, okay, da kommt jetzt hier eben der krasse, genau, hier der krasse Brickhouse mit seinem vielen Leben. Aber gut, ich bin halt doof, ne? Ich schieße halt trotzdem beide leer. Aber eigentlich wäre es intelligenter, wenn du Corner-Shooting mit einer machst. Außer bei dem Brickhouse, da würde ich definitiv beide ganz leuchten lassen, weil der hat doch relativ viel Leben tatsächlich im Verhältnis zu den anderen. Da muss man schon ein paar Sekunden drauf schießen. So, jetzt kommen wieder die Hupfdolen. Schauen wir mal. Kriegen wir natürlich easy weg. Es war eigentlich halt... Ja, es war nicht schwierig. Das Problem war halt... Level 2, ich bin einfach zurückgelaufen und zwar mit dem Rücken zum Gegner und das hat mir fast das komplette Leben gekostet. Das darf ich so nicht nochmal machen. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätten wir die Runde gerockt, Leute. Apropos gerockte Runde, wir sind schon wieder bei 84k. Das heißt, unter der Hälfte der Lebenspunkte im gelben Bereich. Es wird spannend. Ich hoffe, wenn wir jetzt nochmal verlieren, dann weine ich, ich schwöre. Ich wollte es ja eigentlich smooth durchspielen, ne? Ohne dass wir das gleiche Level die ganze Zeit wiederholen müssen, um den Reward zu kassieren, der ja ohnehin für Level 11 komplett mickrig ist. So, nächste Welle, Welle 4, vorletzte Welle. Ach, schon wieder nachladen, Alter, ich krieg Muffensausen. Ich will nicht. Komm schon. Zack, nachgeladen. Okay, jetzt können wir den Burschen da draußen wieder einheizen.
So, und da sind wir erstmal gestunt. Wer liebt's nicht? Ja, das mit den Zielen. Was, noch einer? Oh, komm schon. Weg mit dir. Javelins regeln. So. Das ist natürlich ärgerlich dann, wenn man dann gestunt ist. Stellt euch mal vor, ich wäre jetzt Low Life gewesen oder so. Da wäre ich direkt wieder fertig, direkt wieder verloren. Was für eine Grütze. Okay. Ist das jetzt dein Ernst? Wie viele von denen denn noch? Junge, 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 lass doch gleich alle als C4 rumlaufen. Am besten mit Stun-Erweiterung. Welle 4 abgeschlossen, wir kommen zur letzten Welle. Jetzt bin ich aber gespannt. Da sind wir ja gnadenlos gescheitert jetzt in der letzten, beim letzten Versuch, sagen wir es mal so. Und jetzt hier reinrotzen, reinrotzen, reinrotzen. Okay, der eine hat sein Schild aufgebaut. Ah, Cryo-Javelin, nein! Nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Gott, ich habe noch 5000 Leben, ich bin schon wieder low life. Ey, wenn wir das jetzt schon wieder verlieren, dann weine ich. Ich weine, komm, verreck, 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 verreck. Geht doch, meine Güte. Okay, Level 11, erfolgreich bestanden. Nach 4 Minuten, relativ genau. Puh, Alter, war das knapp, sogar beim zweiten Versuch. Aber wir haben es geschafft. Ja, Level 11 zimmert im Vergleich zu allen vorherigen Leveln richtig rein. Und ich würde wohl behaupten, dass es bisher mein Lieblingslevel ist. Das finale Level, Level 12, steht an und die Belohnung hierfür ist absolut heftig. Wir haben 3000 A-Coins sowie einen limitierten Skin, den Overlord-Skin, den wir hier als Belohnung bekommen. Der Overlord-Skin sieht jetzt von der Farbgebung, also vom Farbschema her, nicht atemberaubend aus. Die Form ist allerdings sehr stark angelehnt an einen legendären Skin für Scorpius, den Watchtower. Der kam ursprünglich aus einem Battle Pass und die komplette Kuppel, die komplette Kanzel vorne ist 1:1 der Watchtower. Auch diesmal können wir wieder eine Waffe wählen. Wir haben die Qual der Wahl zwischen der Chain Gun und einer Minigun 12. Ich denke, ich wähle die Minigun 12. Level 12, ich komme. Okay Leute, letztes Level, Level 12. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen und ich bin gespannt, wie das letzte Level so sein wird. Wir haben hier, und das ist schon mal ein ganz bedeutender Unterschied, als einziges dieser 12 Level haben wir 6 Wellen. Also wenn das nicht vielversprechend ist, dann weiß ich auch nicht. Gut, wir campen jetzt am besten mal ein bisschen und machen so ein bisschen Corner-Shoot, was anderes können wir eh nicht machen, weil wir haben das Ganze hier nur einseitig. Wird relativ interessant, wir haben die schwächere Ausführung der Waffe, wie wir sie im letzten Level hatten. Wir haben sie weniger gut gelevelt und darüber hinaus auch nur auf einer Seite. Die Nachladezeit ist aber trotzdem lang, ne? Also nicht, dass das sich jetzt irgendwie dadurch ändern würde. Wäre natürlich schön, wenn das so wie eine Carbine wäre, so 3 Sekunden oder so. Aber das scheint jetzt momentan relativ einfach zu sein. Welle 1 war jetzt easy peasy. Wir haben, glaube ich, immer noch fast Full Life. Wir haben noch Full Life, vielleicht ein bisschen was abgezogen, aber nicht viel. Okay, ich gehe ein bisschen weiter hinter. Wir haben noch einige Sekunden zum Nachladen. Oh, wir haben hier einen Double Kill gemacht mit der Javelin. Das ist schon mal sehr gut. Verschafft uns vielleicht ein paar Sekunden. So, oh, da stehen sie auch schon. Und auf geht's. Hoppadi hopp. So. Wo ist der Gegner? Ich muss diesmal ein bisschen munitionssparender sein. Einfach um zu häufiges Nachladen zu vermeiden. Weil ich, ohne Witz, ich habe so Muffensausen, dass wir jetzt das Level auch nicht schaffen, weil Level 2 sollte, ja, zumindest wenn es das finale Level ist, es sollte schwieriger sein als Level 11, finde ich. Also ich finde, das finale Level, da sollte man schon was dran zu kauen haben, weil auch der Reward ist halt wirklich geil. Also da kann man nichts sagen, so schlecht die Rewards davor auch teilweise waren. Okay, Level 8 mit den 500 A-Coins war auch nice, so, aber im Verhältnis war das halt alles nix im Gegensatz zu dem, was wir jetzt kriegen. Ich meine, 3000 A-Coins und dann auch noch ein Skin. Okay, ob der jetzt toll ist oder nicht, den wir jetzt hier haben, das ist jetzt natürlich Geschmackssache. Aber an sich kann man eigentlich gegen den Reward nichts sagen. Und ich finde, da kann man sich dann schon ein bisschen mehr abmühen, sage ich mal, ein bisschen mehr dafür erdulden. Aber momentan, das finde ich zum Beispiel cool, wir haben jetzt in der zweiten Welle, da geht es quasi hin und her. Wir haben jetzt quasi da hinten gestartet, dann sind wir hier rüber gelaufen. Jetzt starten die Gegner da, wo wir ursprünglich gespawnt sind. Also das hat schon ein bisschen, ist schon ein bisschen komplexer aufgebaut, das Level zumindest. Das gefällt mir ziemlich gut. Wo sind sie jetzt? Ah, da sind sie. Okay, sehr schön. So, Javelin ist raus. Minigun ist nachgeladen. Und wir schießen direkt in die Pampa. So soll es sein. Und ich habe übrigens ein Déjà-vu gerade. Kommt mir so vor, dass ich das alles schon mal gesagt. Aber kann ja gar nicht sein, weil den PvE-Modus gab es ja früher nicht.
Ach, immer diese Fehler im Gehirn. So. Dann, wo sind sie? Ach, da hinten wahrscheinlich wieder so ein einsamer Tank. Ja, natürlich. Genau, den darf ich jetzt da auch noch rausklauben. Mein Gott, jetzt muss ich erstmal hinhumpeln. Reise nach Jerusalem gefühlt. Komm schon. Und jetzt schieße ich und der baut sein Zelt auf. Finde ich auch lustig. Ich will abknallen und er geht campen. So. Meine Güte. Haben wir es dann? Jawohl. So. Wo ist der Bursche? Da hinten versteckt er sich. Die Javelins haben ihn getroffen, okay. Zeigt sich allerdings so weitestgehend unbeeindruckt. Der ist jetzt auch wieder schwerer wegzukriegen als die davor, ne? Ist auch interessant. Das heißt, bei denen kann man sich nie ganz sicher sein, ob die ein leichtes Target sind, die du mit deiner Javelin wegbekommst, oder ob du wirklich draufrotzen musst. So, Welle 3. Gucken wir mal. Oh, die sind wieder auf dem Dach gespawnt. Das scheint wohl wieder so eine Hupfdohlenparty zu geben. Egal, erstmal Javelin reinjagen. Einen haben wir erwischt. Schade, ich hätte eigentlich auf 2-3 Stück gehofft. Kriegt man ja mit der Javelin hier in dem Modus nicht gerade selten hin. Und zack, weg ist er, der Kollege Schnürt. Was? Redox? Das ist neu. Und wie schwer der Redox wegzumachen war. Ich glaube, der Redox, der hat mehr Lebenspunkte als die Redox im echten Spiel. Der hättest du mit der Salve, die ich da an ihn reingelassen habe, hättest du 3 Redox wegbekommen. So. Gut, gut, gut. Da oben haben wir einen Schützen, aber keine Sniper. Das ist schon mal sehr schön. Also die Orions, die gehen mir nämlich auch auf den Keks. Da ist schon wieder so einer. Weg, weg mit dir. So, Welle 3 abgeschlossen. Die Orions, Entschuldigung, sind zwar an für sich jetzt keine Bedrohung, ne? Aber sie gehen halt wahnsinnig auf den, also voll auf die Nüsse, sage ich euch ganz ehrlich, mit ihrer blöden Marke, die einen dann so verlangsamt. Jo! War das gerade 4 Stück mit der Javelin? Fast noch ein 5er dazu. Okay. Geiler Scheiß. Okidoki. Also ich muss sagen, so von Level 11 und auch von diesem Level hier fühle ich mich also zumindest schon mal wesentlich unterhaltener als mit den anderen Level. Oh, da war ein Kommandant. Okay, und das schon in Welle 4. Was kommt jetzt? Der Phönix aus der Asche. Welle 5. Wir kommen. Na, wo ist er? Der Russe. Da. Auf geht's. So. Zack, zack. Mit der Javelin direkt mal wieder 2 Stück weggehauen. Wäre cool, wenn man auch so einen Kill-Count hätte. Ich meine, klar, du musst natürlich, also zumindest in den meisten Leveln alle killen. Aber wäre halt schon mal cool, dann auch zu sehen, wie viele Mechs du eigentlich getötet hast. Weil zum Mitzählen kommst du ja eigentlich kaum. Okay, Welle 5 war jetzt doch ein bisschen arg schwach, muss ich sagen. Schauen wir mal, was die finale Welle so bringt. Aber wir müssen erstmal nachladen. Oh, ich sehe hier schon einen Totenkopf auf der Karte. Da haben wir wieder hier einen dicken Commander. Kommandant. Ah, oh, ein Eclipse. In Eclipse, was hat er denn drauf? Your Repeater, Alter, ist in Ordnung. Komm, 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 verreck, verreck. Nein, 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 nein. Jetzt komm. Ja, jawohl. Kommandant im Eimer. Da war noch ein C4. Gott sei Dank hat er uns nicht erwischt. Der hat seinen Effekt nicht ausgeführt. Und da kommt schon wieder ein Kommandant. Ja, Wahnsinn, was haben wir diesmal? Ist das wieder ein Brickhouse? Ich kann die Silhouetten so schlecht erkennen bei den Skins, die tragen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was das war. Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht erkannt. Okay. So. Wo sind sie? Wo ist der Rest? Da ist noch einer. Und Welle 6 abgeschlossen. Wir haben das letzte Level, Level 12, in 6 Minuten und 3 Sekunden geschafft. Ja, meine Freunde, das war's gewesen. Alle 12 Level wurden erfolgreich durchlaufen. Wir haben insgesamt einen Lose zu verzeichnen und hier ist meine Meinung. Die Belohnungen sind leider etwas dürftig. Bis auf Level 8 und 12 sind die Belohnungen mittelmäßig bis ziemlich schwach. Da könnte man auf jeden Fall etwas nachbessern. Am Anfang zieht sich der PvE-Modus etwas, doch spätestens ab Level 8 bekommen wir tatsächlich herausforderndere Level. Zumindest wenn unser Equipment nicht gemaxt ist. Für gemaxte Spieler wird der PvE-Modus allerdings wie erwartet ein Spaziergang. Alles in allem ein relativ interessanter Modus, mit zumindest potenziell interessanten Belohnungen. Allerdings fürchte ich, dass dieser Modus für einige Spieler nur bis einschließlich Level 2 spielbar sein wird, je nachdem, ob sich meine These bestätigt oder nicht. Aber jetzt seid ihr dran. Wie hat euch die Videoreihe gefallen? Seid ihr zufrieden? Was haltet ihr vom PvE-Modus, nachdem ihr das nun alles gesehen habt? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Wir sehen uns dann zu einem weiteren Video und bis dahin macht's gut und macht sie fertig.